ich denke, die kommen schon gleich. Ich will es hoffen, man, ich raste gleich aus. Ja, Mann. Mal gucken. Na endlich, das ist sie ja. Ja, der Auftrag wird erledigt. Wir sind jetzt gleich beim Brief, ich schicke jetzt die Fotos. Gedauert, aber kannst du mal die Fresse halten? Und ich möchte gerne, dass ihr diesen Mann hier für mich ausfindig macht. Aha, das ist er also. Schauen wir mal, wen wir da haben. Ja, ein bekanntes Gesicht. Ach ja, mit dem Zigeuner. Dürfte kein Problem sein. Natürlich ist der Auftrag nicht ohne Bezahlung gedacht. 100 Geld. 20 Heine warten auf euch. Lebendig oder tot, ist mir egal. Den finden wir, oder? Ja, so gut wie gefunden. Mach mal ein Foto, schick's in die Gruppe. Oh, Digi, ich hab doch kein Handy. Mann, hast du irgendwas? Immer dasselbe mit dir. Bitte. Ey, was ist mit dir? Warum machst du Fotos? Was soll das? Gentlemen, wir wollen uns doch jetzt nicht schon streiten, obwohl es noch nicht begonnen hat. Ist gut. Jungs, komm. Ja? Lass die Spiele beginnen. Ey, stopp, warte. Ich glaube, wir haben unseren Jungen. Ja. Jo, Patte, ich glaube, wir haben ihn. Er muss in der Werkstatt sein. Ich weiß, wo die ist. Wir gehen da hin, wir holen uns den Jungen. Und wir treffen uns dann beim Habibi, machen Fahrerwechsel. Und alles Weitere besprechen wir dann. Du weißt Bescheid. Und los. Jungs. Eddie, Junge, bist du am Escalade dran? Ja. Morgen muss alles pünktlich fertig sein. Alles klar. Hast du soweit alles fertig? Auch die Dichtung ausgetauscht? Nein. Ich will keine Ausreden hören, okay? Zack, zack. Okay. Arschloch. Ah, da haben wir ihn, ja. Ist ja alles. Komm, Mäuschen, komm. Bruder, das war früher leichter. Das war früher leichter. Lass mal gucken, ob er Schlüssel hat. Ja, lass mal gucken. Was passiert? Ah, er hat den Schlüssel? Das ist es nicht. Dann macht guck mal weiter. Nein, das ist es nicht. Da hinten ist es aber. Komm, wir tragen den hinterher hin und dann zum Freak. Ah, ja. Komm, Bruder, ist das ein fetter. Ja. Brauchst du Hilfe? Klappt nee, das? Nee, passt schon. Ja, er ist nicht noch liegen, er kann auch gespürt. Und warum schafft er einen Arsch in die Kiste? Ja. Die zwei Penner haben ihn bei der Werkstatt geschnappt und fahren mit ihm in die Stadt. Der liegt bewusstlos hinten im Auto. Ich schicke euch das Kennzeichen durch. Bring mich bitte zum Doktor, komm. Was hast du denn, du Pussy? Digga, der Wichser hat mich voll erwischt, Mann, Alter. Am liebsten würde ich ihm jetzt noch mal eine abholen, Mann. Wo hat er dich erwischt? Digga, am Bein, Mann. Am Bein. Du verarschst mich. Nein, natürlich ja, verarsche ich dich. Ich will zum Handy, Doktor. Du Peck. Jetzt mal da ruhig. Bleib da cool hinten. Da hinten, dann passiert doch nichts. Zappel für dich. Dann einen schönen Abend noch. Jetzt können wir das Geld holen, Mann. Leute, wir nehmen uns dein Geld ab. Moneymaker, Moneymaker. Digga, ich würde mir gerne noch was zum Trinken holen. Ja, du brauchst jetzt nichts zu trinken.
Boah, das doch, guck mal, die Karte. Ich kann alles zu trinken holen, was du nur willst. Na, nicht mal Klimaanlage, ich brauch jetzt was zu trinken. Ja, Alter. Das heißt, das Auto ist eine Frage. Boah, wie war's klar? Ja, hallo. Hallo. Was machst du, lieber Bubi? Ich muss gleich was trinken. Boah, was machst du miteinander? Alles was gut. Ich bring meinen besoffenen Freund nach Hause. Ist er mein Freund? Ja. Welche besoffen? Welche wieder her? Komm ab, lass ihn schlafen. Lass ihn schlafen. Wo gehst du hin? Mit dem nach Hause, yalla. Was von diesem scheiß Kleingeld? Nur Scheine einstecken. Servus. Servus. Keine Euro. Ach, hau ab. Du hast 2 Euro reingebracht. Bitte. Hau ab. Partner, lass es sein, ich hab mit dir nichts zu tun und genauso soll es bleiben. Nimm die Hand weg, Partner, lass es sein, ich hab mit dir nichts zu tun. Money Maker, wir haben das Geld gemacht. Ja, jetzt haben wir das Money gemacht. Ja, jetzt haben wir endlich die Kohle, jetzt können wir alles abholen. Ja. Scheiße, wo ist dieser Wichser? Fuck. Hey, der Drecksack ist abgehauen. Dieser scheiß Bastard. Ich hab keine Ahnung, wo er ist. Check mal ab. Ich komm im Auto hinterher. Ja, Mann, beruhig dich, ich mach das schon. Eddie, bist du's? Was passiert? Eddie, komm mit. Passiert? Du siehst scheiße aus. Ja, mir ist so eine Bastard in die Seite reingefahren. Jetzt sollen wir die Bullen rufen oder ins Krankenhaus? Nein, nicht die scheiß Bullen. Fahr mich ins Krankenhaus. Brauchst du irgendwas zu trinken? Ja, hast du irgendwas? Guck mal, im Fußraum da unten, da müsste eine Flasche Wasser sein. Nimm mal einen Schluck, du siehst echt scheiße aus. Ja, Wasser klingt gut. Vater geworden? Ja, ich habe 2 kleine Töchter. Hast du Kinder? Nein, Gott verdammt. Das will ich keinem antun. Vielleicht ist das auch besser so. Ja, glaube ich auch. Für was brauchst du die Seile? Ich baue den 2 Kleinen gerade so ein Parcours im Garten. Ist so wie Tiere festbinden oder was? Kann man so sagen, ja. Die armen Kinder. Ach, das geht schon. Aber wo sind wir hier? Das ist doch niemals der Weg zum Krankenhaus.
Ach, von Krankenhäusern, da halte ich nichts. Ich habe da meine eigenen Kontakte, der hilft dir ganz sicher. Sag mal, willst du mich verarschen? Da stimmt doch irgendwas nicht. Was ist denn da vorne los? Irgendwas ist hier faul. Nein, verdammt die Scheiße, bleib hier drin, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier Nein, faul. Nein, ich muss da helfen. Nein, verdammt die Scheiße, bleib hier, irgendwas Nein, passt, das irgendwas stimmt hier nicht. Bleib hier, verdammt! Es geht gleich los, mach dich bereit. Was soll der Scheiß? Blöder Wichser. Hast du jetzt genug, du Wichser? Hast du genug? Der ist fertig, pack den ein. Hier, komm, zieh schön fest. Mach das richtig. Nebel, die dreckige Schlampe. Zieh schön fest. Du hast das Arsch noch im Griff? Oh, Scheiße, meine Rippe tut so weh. Bruder, oh. Boah, Jungs, passt auf. Schick, was ist das? Was ist das? Hau ihm einfach eine rein. Nein. Flexen, wegflexen. Hau ihm einfach eine rein. Ja, soll ich? Okay. Komm mal. Soll ich noch einen schlagen? Ich hab Bock. Ganz hart schon gewartet. Okay. Soll ich noch einen schlagen? Ich hab eine bessere Idee. Okay. Zeig mal. Endlich habe ich dich vor meinen Augen. Lang hat's gedauert. 12 Jahre war ich im Koma wegen dir. Erinnerst du dich jetzt? Wie kann das sein? Ich habe dich doch verbrannt. Aber jetzt gehörst du mir hier. Jetzt werde ich dich zu Hackfleisch machen. Dir alles bezahlen, was du auch mir getan hast. Pass auf! Nein, lass ihn nicht. Lass ihn am Leben. Eddie, der Koffer, das Geld.
Kinder brauchen das Geld. Eddie. Eddie, bitte. Sie sind doch krank. Bitte, Eddie. Meine Kinder. Eddie. Geld, bitte. Und bring es einfach meinen Kindern. Es tut mir leid. So nicht weiter. Wir müssen die Stadt aufräumen.